Na, willkommen zurück in einem neuen Video hier auf Rises. Und ja, Minecraft Ebonit, kennt ihr das noch? Ich hoffe schon. Gut. Auf jeden Fall wollte ich hier mal ein bisschen weitermachen, weil sonst, ja, fühlen die Leute sich vielleicht ein bisschen missverstanden. Ja, gut. Okay, das soll ich erstmal braten. Gut, in der letzten Episode, daran kann ich mich noch erinnern, habe ich hier so ein bisschen diesen Durchgang gemacht, weil ich wollte ja so einen kleinen Durchgang haben zum Dorf direkt. Das ist schon mal gut. Gefällt mir. So, die Kuh musste leider dran leiden, aber ja gut. Passt schon. Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir eigentlich keinen relativen Plan gemacht für diese Episode. Nur, dass ich so ein bisschen mal gucken möchte, wo ich ein Haus mache. Ja, ich werde ganz sicher nicht hier irgendwie weiter verbleiben. Das ist vielleicht nur so eine kleine Zwischenstation. Ich muss diese Folge wirklich mal gucken, wo ich mein Haus hinmache und so ein bisschen vorplanen. Gut. Das machen wir auf jeden Fall. Oh, Wolfie. Gut. Dann brauche ich aber erstmal Essen. Dafür habe ich natürlich die Holzkohle. Ja, so. Ich habe ja gar kein Rohfleisch, stimmt. Habe ich hier noch was? Nö. Nur gebratenes. Gut. Das behalte ich dann erstmal so. Das müsste eigentlich reichen. Ich habe mir überlegt, nicht zu weit irgendwie mein erstes Haus irgendwie zu machen. Ich könnte tatsächlich, ich glaube, hier werde ich so, habe ich ja, glaube ich, angekündigt, hier werde ich den Berg sowieso so ein bisschen wegmachen, um halt einen direkten Durchgang zum Dorf zu haben. Dann könnte ich dort hinten mein Haus dann machen. Es könnte eigentlich ganz gut aussehen, wenn ich es da so ein bisschen aufs Plateau mache. Gar nicht mal so schlecht. Ja, danke Wolf für das Hammelfleisch. Ach, übrigens, für die Leute, die es interessiert, auf CC ist jetzt, glaube ich, auch schon 2 Wochen kein neues Video gekommen oder eine. Kommt demnächst wieder was, also keine Sorge. Wie gesagt, das wird diesmal dann aber auch nicht ein groß aufwendiges Video werden, wie es eigentlich fast nie ist. Ja, ich hätte es zwar machen können, aber mir fehlt die Zeit und die dazugehörige Motivation momentan einfach. Und ist auch nice, so einen kleinen Talk zu haben, und wir haben direkt etwas entdeckt, nämlich da ist direkt die Villa. Ich nenne es jetzt mal Villas. Ja, da werde ich jetzt aber erstmal nicht hingehen. Okay, hier ist eine Höhle, das ist gut. Mein Problem an dieser Landschaft ist aber auch, sieht zwar ganz cool aus, das Problem ist halt einfach der Kies. Der nervt mich ein bisschen. Das sollte aber nicht so ein großes Problem sein. Ich finde, hier könnte ich dann so einen Aussichtsturm machen und mein Haus irgendwie da unten hin. Habe ich eine schöne Aussicht, gerade wenn ich da den Berg so ein bisschen abgelegt habe, das so ein bisschen in die Ebene hier führt. Das könnte ganz cool werden. Und ich habe hier halt eigentlich fast alles in der Nähe. Da ist noch ein bisschen Savannen-Biom noch abbekommen hier mit den Bergen. Ja, da ist Savannen-Biom, Wüsten-Biom. Also Sand habe ich erstmal. Da hinten ist Birke. Hier ist das Schwarzholz. Da hinten geht das Biom sicherlich weiter. Ich habe ein Berg-Biom. Ja, da hinten ist Fichte. Ja.
Ich perfekt. Und ich habe halt Eichenbäume dort. Das heißt, ich könnte auch weiter Eichenbäume einpflanzen, wenn ich Eiche unbedingt nutzen möchte. Es passt eigentlich. Ist gut. Na gut. Denke, ich werde mal ein bisschen Holz farmen und so einen kleinen Grundriss machen, dann sehen wir uns gleich wieder. Übrigens, ich habe mich in der Zwischenzeit dazu entschieden, dass ich auch mit Schwarzholz und auch Fichtenholz arbeiten werde, so als kleinen Kombi. Mal sehen, wie das aussehen wird. Übrigens, ihr könnt auch gerne mal wieder in den Kommentaren irgendwelche Vorschläge machen für Videoideen, Talk-Themen auch ganz wichtig. Zum Beispiel, ihr könnt mal über präsente Themen reden. Werde ich gleich vielleicht auch mal ein bisschen was ansprechen. Aber ja, ihr könnt immer wieder was in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht meine Meinung zu hören möchtet. Weil früher habe ich ja immer so separate Videos dazu gemacht, nur meine Güte, auf die Klicks verzichte ich. Das kann ich auch hier im Let's Play. Gerne die Kommentare damit. So, dann bin ich hier wieder. Gut, ich habe ein bisschen Holz. Ich hatte in den Kisten noch vor ein bisschen was vorbereitet. Tatsächlich wusste ich gar nicht mehr. Aber gut. Und ich habe noch ein paar Grundrissstämme geholt. Weil, ich glaube, ich werde es erstmal so in der Holzoptik lassen. Mal sehen. Ich denke, dass ich hier, also dort, hier so einen kleinen Aufstieg mache, der dann hier zu so einem Turm wird. Da werde ich auch Fichte nehmen. Ich denke, für mein Haus werde ich dann erstmal das Schwarzholz bevorzugen, weil ich das halt jetzt in Massen habe. Und Fichte, da habe ich mir noch nicht so umgeguckt und dann muss ich erstmal so einen kleinen, das auch züchten und ja. Das ist jetzt eher ein bisschen simpler hier. Gut, ich werde dann schon mal anfangen, eine Fläche zu machen. Ich denke, die Höhe ist in Ordnung. Ja. Aber gut. Und ja, wie schon gesagt, ihr könnt immer Vorschläge in die Kommentare machen. Auch was CC angeht, ganz besonders. Da, es gibt halt so viele Sachen, worüber ich reden kann. Oh, das erledigt sich hier schon von selbst. Aber ich nehme da auch immer gerne Videovorschläge an. Ja. Ja, gut. Tatsächlich habe ich auch überlegt, wie man das alles auch noch irgendwie koppeln kann. Man könnte ja irgendwie so machen, dass ich tatsächlich. Also. Es liegt an euch, was ihr lieber hättet. Ich könnte natürlich aufwendigere Videos auf CC machen. Und halt diese kleinen Talk-Episoden, wie es zum Beispiel in der letzten Episode war, könnte ich dann halt sozusagen aus Spotify oder anderen Stream-Diensten hochladen. Da gibt es ja Anchor, da kann man das ja mitmachen. Das ist ja kein Problem. Also. Die Frage ist halt, auf welcher Plattform ihr es möchtet. Natürlich, Podcast ist ein bisschen anders als jetzt ein Video. Das wäre dann vielleicht auch schon ein bisschen länger, weil ich dort halt auch nicht großartig. Ich schreibe zwar kein großartiges Skript, außer jetzt bei aufwendigen Videos. Bei den letzten war es tatsächlich nicht so, dass ich mir dort einfach ein paar Stichpunkte mache. Und dazu ein bisschen was talken werde. Ja. Wie ich es vielleicht früher schon gemacht habe. Also wer noch meine Videos vor 1,5 bis 2 Jahren kennt, der müsste das eigentlich schon nachvollziehen können. Aber gut. Liegt an euch, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn überhaupt jemand bis hierhin geguckt hat. Das ist natürlich so eine andere Sache, weil ich merke schon, Streams sind deutlich erfolgreich auf diesem Kanal, was natürlich auch klar ist. Aber tatsächlich möchte ich dem Kanal wieder ein bisschen Persönlichkeit geben. Das hat ein bisschen gefehlt, so in den letzten Jahren.
weil auch weniger Eigenformate gekommen sind. Ja, so Streams. Ich habe ja früher immer so stundenlange Talk-Streams gemacht. Ja, wenn man sich da noch Leute erinnern können, wahrscheinlich die wenigsten. Weil die meisten halt jetzt schon wieder weg sind. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, ne? Das ist ja auch verständlich. Ah, da hinten ist auch so ein bisschen Savanne, okay. Wir haben hier eigentlich sogar alles, sogar ein kleines Sumpfbiom. Okay, das ist gut. Gefällt mir. Das finde ich gut, dass wir hier direkt ziemlich viel auf einmal haben. Ja, okay. Warte. Das wird jetzt ein bisschen zu viel. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns hier eine kleine Kiste hinmachen. Sonst wird das nichts. Aber ich habe auch ziemlich viel unnötiges Zeug mitgenommen. Na, das Hammelfleisch, das tue ich mal im Inventar, weil ich bestimmt nochmal Hunger bekommen werde. Tun wir erstmal auch rein. Kies sowieso, brauche ich noch nicht. Erde und Granit, gut. Die wollte ich auch noch reintun, weil die brauche ich nicht. Machen wir mal zwei erstmal. Ist gut. Ich werde tatsächlich auch tatsächlich ein paar ernstere Themen wieder hochladen, so wie früher. Im September sind ja Bundestagswahlen. Und da werde ich auch noch so einen kleinen Überblick zu den zu meiner Position, ja, auch, aber auch zu den Wahlprogrammen machen. Das heißt, ich werde mir von jeder Partei, die ich jetzt in ein Video nehmen möchte, also werden schon eigentlich fast alle größeren sein, ich mir das Wahlprogramm mal angucken zu der Bundestagswahl. Mal sehen, vielleicht gibt es da Besonderheiten, worüber ich reden kann, was ich irgendwas zu kritisieren habe, beziehungsweise ich habe nichts zu kritisieren, das sind natürlich eher meine Meinung dazu sagen. Es wird natürlich wieder kritisch, aber ja gut. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, wenn überhaupt, ne? So, ich würde sagen, den Rest kann ich auf Video machen. Ja, werde ich hier mal so ein paar Grundrisse machen. Mal sehen. Dann werden wir uns im nächsten Video sehen. Das wird jetzt auch nicht so lange dauern. Vielleicht eine Woche. Das heißt, nächstes Wochenende wird dann wahrscheinlich ein neues Video Minecraft Ebonit kommen. Also freut euch drauf. Ciao, Leute.